Alles so schleimig hier. Wie gesagt, das Setting gefällt mir, aber das Level ist echt zum Kotzen. Wow. Ich kann mal was bewegen, wo ich draufstehe. Ist ja stark. Nein, schon oben bleiben. Uiuiui. So, und wir pendeln einmal darüber. Ah, fuck. Es war so knapp. Komm runter. Och Mann. Warum denn nicht? Es muss doch so funktionieren. Wir könnten natürlich... Wow, 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 wow. Da war was. Kannst du mal bitte ein bisschen näher kommen? So. Wir können natürlich hier eine Planke hinbauen. Nee, können wir nicht. Wir können hier einen Block hinbauen, den wir uns drauf stellen können. Können wir aber auch lassen. Nein, 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 nein. Schade. Wir sollten uns näher an den Rand stellen. Ganz klar. Pendelt das Ding natürlich wie bekloppt da hin und her. Wodurch wir nicht mehr drauf kommen. Und da ist auch schon der nächste Zombie. Wenn ich das richtig sehe. Oder ist es... Warum kommst du da nicht hoch? Kann doch nicht so schwer sein. Und schon gar nicht schwierig. Komm, jetzt aber. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Die Helden sind an einem Becken aus Magensäure angelangt. Ist nicht so schön. Das war auch nicht so schön. Da oben ist eine Kiste. Kommen wir nur nicht hin. Nur wenn wir jetzt hier eine Kiste draufstellen. Ups. Und dann hier eine Kiste draufstellen. Können wir Kistenpogo spielen. Oh. So. So. Dann spielen die Kisten miteinander. So. Drauf. Das ist eine coole Lösung. Kiste auf. Wir haben ein neues Sammlergemälde. Und ein Teil einer Geheimlevelkarte. Aha. Schön. Hier gibt es dann Erfahrung. Ohne Ende. Ah, doch leider schon mit Ende, denn kein Level up, aber gut. Und die Kisten springen nicht mehr. Was ist passiert? Mann, Mann, Mann. Die Kisten haben doch nichts getan. So. Kiste. Bom. Sollte eigentlich reichen. Hey!
Wieso ist das denn jetzt passiert? Oh. Kiste. Da! Ah! Kiste. Rauf da! So. Bade. Die fliegt schief. Die fliegt schief. Die fliegt sowas von schief. Aber wir waren gerade so hoch. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, oder halt nicht. Ups. Scheiße. Mach mal die Kiste da drauf. So, so ja. Ist ja leichter als Amadeus, ne? Vielleicht können wir uns da oben ja auch irgendwo festhalten. Nö, natürlich nicht. Dann können wir vielleicht mit dem Ding irgendwas machen. Können es nach oben pusten lassen. Aber es geht direkt wieder runter. Ah! Wir können damit Luftblasen erzeugen lassen. Noch eine. Komm, höher. Nicht kaputt gehen, bitte. Nein, in die andere Richtung fallen. Das gefällt mir jetzt gerade nicht so. Ich will ja darüber, aber ohne den Magier ist das schier unmöglich. Schade. Also nochmal. Oh. Mir eine Luftblase. Hoch, höher, schneller, tiefer. Nee, falsch. So. Rüber. Danke. Das ging ja sogar noch, das Rätsel. Okay. Ey, ey, nein! Nein! Bloing. Doof ist, dass wir hier nichts kaputt machen können als Amadeus. Also müssen wir uns leider fressen lassen. Schade. Okay. Mit Soja funktioniert es dann ganz einfach. Ich denke, wir müssen das Ding dann trennen oder so. Bin ich denn jetzt? Achso. Ja. Machen wir Luftblasen mal nicht mit Soja. Damit sie überlebt. Am besten hätten wir es mit dem Ritter gemacht. Wären die Chancen am größten, denn den brauchen wir ja auch. So. Die Luftblase hält mich gerade sehr gut fest. Dann lassen wir mal ein Ei fallen. Das war knapp. So, Ei. Ist das Ei? Warum denn das jetzt? Oh.
Warum? Ah, wunderbar. Oh nein, warum kocht das denn? Was haben wir getan? Und so beschloss der Wurm, sich des Mahls zu entledigen, das ihm so auf den Magen geschlagen war. Dem riesigen Sandwurm entkommen, berieten Amadeus, Pontius und Soja, was nun zu tun sei. Na los, weiter! Wir müssen Margaret finden! Wer weiß, was sie ihr alles antun. Amadeus litt Qualen, als er sich ausmalte, was die Kobolde mit seiner Gemahlin anstellen würden. Da der Trine noch immer verschollen war, mussten sie Margaret wohl oder übel allein finden. Ja. Sehr schön. Ah, frische, kühle Luft. Herrlich. Endlich raus aus dem komischen Viech. König Whis soll nun wohl auf den Wolkeninseln wohnen. Warum sind wir nicht da? Wir frieren hier und suchen nach Plunder aus Metall. Es ist für die Maschine, die die Menschen vernichtet. Was? Wer ist da? Niemand. Okay, wir sind wieder draußen. Das Setting ist schöner und es schneit. Nee, ist Schnee, ist das nicht. Und bam! Oh, schade. Er hätte auch splittern können. Stirb doch! Mann. Ah, es sieht auf jeden Fall wieder wunderschön aus. Wenn wir fliegen könnten, könnten wir zu den Wolkeninseln. Aber wir müssen Margaret finden, sonst töten sie sie. Wir wären trotzdem schneller. Mir kommt das merkwürdig vor. Ohne Flügel oder Magie zu fliegen, ist einfach wieder natürlich. Wir können auch einfach die Wand umholzen. Drachen? Ich will nicht schon wieder Drachen. Ich glaube, wir müssen hier runter. Vielleicht auch nicht. Immerhin werden wir hier nicht direkt zerstört. So, dann schießen wir mal die Wand ein. Ah. Ich sehe schon, da ist Holz. Okay. Joa. Fängt ja Easy Mode an, das Level. Oh. Okay. Hab jetzt nichts gesagt. Ich würde gerne nach oben. Können wir auch mit ihm machen. Weiterdrehen. Bist du so schwach? Komm, dreh. Okay. Damit können wir irgendwas kaputt machen. Viel Erfahrung ist da jetzt gerade rausgefallen. Ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Ich nehme an, nicht an diesem Rad. Okay. Holen wir uns erstmal die Erfahrung. Noch ein Stufenaufstieg, sehr schön. Und noch mehr Erfahrung. Kein Stufenaufstieg, schade. So, was haben wir? 2 Fähigkeitenpunkte. Sollen wir uns mal die Eispfeile holen? Ja, ich glaube schon. Die Diebin schießt mit 2 Pfeilen gleichzeitig bei vollständiger Blablabla macht Eisfloß auf dem Wasser. Bla. So, Floß auf dem Wasser, coole Sache. Machen wir direkt mal. Baum, Floß. Noch ein Floß. Und noch ein Floß. Wow. Cool. So einfach habe ich mir das nicht vorgestellt. Finde ich gut. So, wir haben hier einen Schalter. Was macht der?
Bom. Upsi. Mist. Die Tür klemmt.